Seid gegrüßt, Freunde, aus dem wunderschönen Bonn. Wir haben uns hier versammelt, ja, und haben noch einen Special Guest mitgebracht. Ja, kein geringerer als Mr. Street Comedy himself, Simon Gose, Johann. Juhu! Boom! Alles gut? Ja, alles gut. Und mega. Ja. Wir haben uns auch gedacht, wenn du jetzt schon dabei bist, wäre es irgendwie geil, wenn wir nicht nur unseren Kram machen und du kommst dazu, sondern dass wir auch irgendwie Klassiker von dir mit einbauen könnten. Unbedingt. Klassiker von mir? Jetzt bin ich jetzt nicht vorbereitet. Da bist du jetzt nicht... Ich dachte, wir machen irgendwas von euch. Hast du gar nichts von deinen alten Sachen dabei? Nee. Aber wir machen Street Comedy, ja? Street Comedy. Ja. Okay, das ist dann vielleicht der Moment, wo ich mein Zepter an euch überreichen sollte. Alles gut, danke. Das ist ganz schön respektlos von den Jungs hier. Egal. Hi. Sorry, ich würde dich jetzt voll gern anquatschen, aber ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll. Ich würde dich voll gern anquatschen, aber ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll. Ja. Aber du bist so ein bisschen belesen. Aber und kannst du mir vielleicht sagen... Du bist ja so ein bisschen belesen. Vielleicht kannst du mir ja irgendwie sagen... Was interessant wäre. Dass ich dir was Interessantes sagen kann. Dass ich dir irgendwas Interessantes sagen kann. Was dir dann gefällt, dass wir... Was dir dann wiederum gefällt. Dass wir glücklich werden. Dass wir halt irgendwie hier glücklich werden. Weiß nicht? Oh Gott, schrecklich. Aber guck, sag du mir, was ich dir sagen soll. Was ich gut finde. Boah. Wie schlecht. Das ist so schlimm. Ob ich belesen bin? Nee, ich mach nur so Fernsehblödsinn. Ja. Aber was das ist? Was ist Fernsehblödsinn? Ja. Na, so No-Brainer-Zeug. Aber was könnte denn jetzt mal interessantes... No-Brainer-Zeug halt. Aber was wäre denn jetzt mal ein interessantes Gesprächsthema? Findest du vielleicht Schminke interessant? Ist vielleicht irgendwie Schminke interessant? Nee? Oder Justin Bieber? Sexismus? Das ist zu kompliziert. Das ist mir zu kompliziert. Das finde ich ein bisschen schwierig. Das ist so schlimm. Schminke oder Justin Bieber? So mehr Klischee geht auch gar nicht. Sexismus. War ein guter Konter von ihr, muss man sagen. Ja, so. Ja, ich bin dir nicht gewachsen. Glaube ich. Ja. Vielleicht muss ich mich mehr über Schminke informieren. Nee, das war ja nur so eine Idee. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist nur im Zuge der Gleichberechtigung. Wäre es auch mal schön, wenn ihr Frauen uns die Themen geben würdet, mit denen wir euch dann anflirten können. Gleichberechtigung müsstet ihr Frauen uns ja auch mal ein paar Ideen geben, über was man so sprechen kann. Im Zuge der Gleichberechtigung? Ja. Das heißt, Männer haben Frauen schon Themen gegeben und jetzt... Genau. Ja, wir müssen ja immer kreativ sein. So anzuflirten. Und mir fällt halt nichts ein. Ich gehe nach Hause, spiel PlayStation. Okay. Ah, danke. Ja, und einen Dübel hau ich mir auch noch rein. Das ist ja nichts, was du gut findest, oder? Nee. Immer dieses, wenn du weggehst und denkst, du bist durch, dann dieses nochmal zurückgehen und ergänzen. Das ist auch so schlimm, wirklich. Ich sag mal so, einen zweiten Joystick und einen zweiten Dübel hätte ich. Ja. Siehst du, ich hatte von Anfang an recht. Habe ich von Anfang an recht gehabt. Tschüss. Tschüss. Das ist so dumm. Schade, ja. War so ein guter Vorschlag. Ja. Zweiter Dübel. Ja, und zweiten Joystick habe ich auch. Zweiten Joystick hast du dabei. Ja. Weil ich glaube, als dann angefangen hat, über Sexismus zu reden, weil ich mit ihr über Schminke und Justin Bieber reden wollte, da wurde es schon wirklich interessant. Aber die waren nett. Aber wir waren in keiner Weise sexistisch. Wir haben nur versucht, Themen. Wir haben es auf breite Themen abgeklopft. Richtig. Und sie hatte auch Verständnis am Ende. Ja. Sie hatte Verständnis dafür, weil sie sagte, es ist wirklich unfair, dass Männer sich Flirtthemen einfallen lassen. Und wenn die Menschen, und Menschen beinhaltet Männer wie auch Frauen, wenn die immer spezieller werden mit ihren Interessen, dann kann man da auch mal mit offen umgehen. Das stimmt. Damit man einen gemeinsamen Nenner findet. So sieht's aus. Finde ich auch. Das war jetzt ein bisschen zu intellektuell, Max, aber das ist ja egal.